Mein Name ist Stefan Gaub, bin bei der Feuerwehr Weinstadt, Abteilung Beutelsbach. Ich bin irgendwann in die Kücheabteilung gekommen, habe mich vom Grill hochgearbeitet bis zur Gulaschkanone, wo das Sauerkraut und die Schlachtplatte rauskommen. So, wir kochen unseren Sauerkraut. Dann nehmen wir mal als erstes eine große Zwiebel, schneide die schön klein, mache dann einen großen Topf, einen Esslöffel voll Schweineschmalz rein, mache den warm, dünste da die Zwiebel schön an, nehme dann ein bisschen Prise Zucker drüber, lasse das ein bisschen karamellisieren, gebe dann unser Weißkraut drauf, da kann man nehmen eins aus der Büchse, aus dem Glas oder wenn man eins hat selber eingehobelt. Das lassen wir dann leicht einkochen, das Kraut. Gebe dann ein Viertel Weißwein, saurer Weißwein dazu. Gebe ein paar Wacholderbeeren dazu, Pfeffer und Salz. Würze nach Belieben. Und lasse das noch eine Weile kochen. Man kann das Kraut noch sämiger machen, indem man eine geriebene rohe Kartoffel dazu gibt. Und danach noch ein bisschen Brühe, sodass es immer schön auch saftig bleibt, das Kraut. Und wenn das nach anderthalb Stunden, zwei Stunden soweit ist, dann kann man die Scheibe Bauch, die Scheibe Hals, die Leber und die Grieberwurst oben auflegen, lasst das noch mit warm werden. Es gibt auch noch ein bisschen Geschmack und dann ist die Sache fertig. So, jetzt haben wir alles auf dem Teller. Unsere Schlachtplatte ist fertig. Dazu gibt es noch eine Scheibe gutes Brot und dann wünsche ich euch alle einen guten Appetit.